auf den CLT und zu meinem Vortrag über E-Groupware. Bin ja schon mal froh, dass wir überhaupt online einen Vortrag halten können, anstatt gar keine CLT wie letztes Jahr. Freue mich aber ganz sicher aufs nächste Jahr, wenn wir wieder live da sein können. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das funktionieren wird. Ich habe zwei Themen mitgebracht. Das ist einmal E-Groupware in Bildungseinrichtungen, da bietet E-Groupware einiges. Und zum anderen, wie mache ich mit E-Groupware Homeoffice oder biete es an als Unternehmen? Das ist ein bisschen artverwandt und deswegen habe ich das beides mal in einen Vortrag gepackt. Es wird ein relativ langer Vortrag. Wir haben 1,5 Stunden Zeit. Es sind auch relativ viele Informationen. Ich denke mal, für den einen oder anderen wird es vielleicht ein bisschen zu viel, aber wir können ja das Video hinterher nochmal schauen und die Folien, die werde ich nochmal aufgearbeitet und gespickt mit Links zur Verfügung stellen, sodass das jeder in Ruhe durchgehen kann und nicht jeden Link zu Fuß abtippen muss oder wie auch immer. Also das werde ich nach dem Vortrag Anfang der Woche dann bereitstellen. Bei uns im Forum versuchen hier über die Webseite und an einigen anderen Stellen werde ich das dann Bescheid geben, dass das bereitsteht. Kurz nochmal zu mir. Mein Name ist Stefan Unverricht. Ich bin seit 20 Jahren in der IT bei einem Automobilzulieferer, mache da eigentlich Mädchen für alles, alles, was mit IT zu tun hat. Privat setze ich E-Groupware mittlerweile seit 2008 ein und beim Arbeitgeber seit 2010. Also dort haben wir mittlerweile gute 10 Jahre E-Groupware in Anwendung in einem Industrieunternehmen. Seit 2017 mache ich zusätzlich noch für die E-Groupware GmbH den Community Manager, kümmere mich um alles, was die Community angeht, von der Betreuung der Community-Übersetzer, das Forum insbesondere, aber eben auch zum Beispiel solche Veranstaltungen wie die CLT auf Ständen oder auf Vorträgen. Das heißt, ich bin Ansprechpartner eigentlich für alle, die mit E-Groupware zu tun haben, interessiert sind oder eben, ich sag mal, die kostenfreie Community Edition einsetzen oder die sich keinen kostenpflichtigen Support leisten können, wollen. Dafür bin ich da. Ich engagiere mich noch auch im Bereich LibreOffice, nutze das sehr, sehr lange und der eine oder andere kennt mich aus den letzten 2 Jahren von den Chemnitzer Linux-Tagen. Da war ich am LibreOffice-Stand. Und ja, insgesamt versuche ich da, wo ich gehe und stehe, Open Source Software oder auch freie Open Source Software zu fördern. Das soweit erstmal zu meiner Person. E-Groupware selber, da steckt eine Firma hinter, das ist die E-Groupware GmbH, sitzt in Kaiserslautern. Die entwickeln E-Groupware, bieten das aber auch als SaaS-Lösung an. Oder eben on-premises kann man sich das installieren. Wir bieten E-Mail-Server mit an, Collabora Online, Rocket Chat, sind auch Reseller für Collabora Online-Lizenzen und Partner, wie zum Beispiel BBB-Server für BBB-Instanzen. Wir bieten eine etwas erweiterte, funktionserweiterte E-Groupware an, entsprechend Support. Auch für Community-Anwender, das heißt also auch Leute, die keine EPL-Version haben, die können Support bei uns beziehen. Das machen doch einige und kaufen 1, 2 Stunden Support, um dann ihre CE-Version am Laufen zu halten oder zu migrieren oder was auch immer. Wir machen Organisationsberatung, Sonderprogrammierung, Maskenanpassungen, Funktionen. Also wir sind da Ansprechpartner für alles rund um E-Groupware. Der eine oder andere, der uns kennt, der E-Groupware kennt, hat es vielleicht gerade schon auf der ersten Seite gesehen. Wir haben ein neues Logo seit ein paar Wochen. Wir waren einfach der Meinung, dass das alte Logo mal Refresh braucht. Das Ganze hat auch neue Farben bekommen und vor allen Dingen eben auch ein neuen Slogan. Wir haben diesmal gewählt Smart Online Office, weil das soll eigentlich verdeutlichen, wo wir mit E-Groupware hinwollen. Und was wir bereitstellen wollen, nämlich zum einen,
Das Smart da drin, wir verknüpfen Informationen möglichst intelligent, zum Teil auch automatisiert, online. Es ist eine Webanwendung und wir wollen einfach auf jeder Plattform, auf jedem Endgerät zur Verfügung stehen. Und eigentlich so die wichtigste Aussage ist das Office. Wir wollen ein komplettes Büro im Webbrowser bereitstellen. Ich habe noch davor geschrieben, fast, weil da fällt einem ja immer noch irgendwas ein, was man da drin gerne hätte. Aber ich werde das gleich weiter darstellen. Wir sind da ziemlich weit. Also man hat schon ein ziemlich komplettes Büro im Webbrowser dann. Die Webseite haben wir neu gemacht, neu gestaltet, mit deutlich mehr Informationen, ein bisschen anders strukturiert, dass man die Sachen auch besser findet. Also die Webseite von uns ist auf jeden Fall mal wieder ein Besuch wert. Ja, die Themen von dem Vortrag jetzt selber. Ich werde noch mal kurz ein bisschen was über iGroupware selber erzählen, für den einen oder anderen, der iGroupware noch nicht so kennt. Ich hatte in der Beschreibung zwar auch empfohlen, ältere Vorträge mal zu schauen, zum Beispiel die von den TUX-Tagen zuletzt. Ich werde aber trotzdem noch ein paar Worte dazu sagen. Ich werde kurz einen Ausblick geben auf die Version 21.1, die wir in den nächsten Wochen veröffentlichen werden. Als Testversion ist die schon zu haben. Das Release selber wird noch ein paar Wochen dauern, aber schon mal eine kleine Vorschau, was da kommt. Dann gebe ich noch mal einen Überblick über die Module und Funktionen, Anwendungsgebiete von und in iGroupware, sodass dann auch jeder weiß, wovon wir hier überhaupt reden. Dann das wichtigste Hauptthema für mich ist iGroupware in Bildungseinrichtungen. Ich werde ein paar Eckpunkte mal aufzeigen und auch ein paar praktische Beispiele aus Anwendern. Das ist für mich so mit der interessanteste Punkt. Dann haben wir ein weiteres Modul seit der letzten Version. Smallpart ist ein Modul in iGroupware, mit dem man videogestütztes Lernen umsetzen kann. Das möchte ich mal ein bisschen im Detail beschreiben. Weiterer Schwerpunkt iGroupware im Homeoffice noch mal kurz ein bisschen umreißen, wie man Homeoffice zu Hause machen kann, im Regelfall bereitgestellt von einer Firma, wie wir da unterstützen. Dann noch so ein Blog mit Informationen, wie kann ich iGroupware ausprobieren am einfachsten, Informationsquellen, Hilfe, mal kurz aufs Forum eingehen, was haben wir noch für Vorträge, die als Video verfügbar sind und grundsätzlich natürlich auch Fragen. Frank hat das gerade schon anmoderiert. Fragen gehören bitte in das Pad. Eventuell, wenn da was ist, mache ich das nach jedem Block oder eben zum Schluss. Oder wir können nach dem Vortrag selber auch vielleicht noch live ein bisschen Fragen, Antworten, ein bisschen sprechen darüber. Live werde ich, denke ich, heute nichts zeigen. Dafür haben wir einfach auch schon genug Stoff so vorrätig. Was ist iGroupware? Grundsätzlich, es ist eine Webanwendung. Es findet alles im Webbrowser-Standard statt. Es ist eine Standard-Groupware, das heißt, wir finden dort Funktionalitäten wie in jeder anderen Groupware-Lösung auch. Mail, Kalender, Adressbuch etc. Aber es ist eben mehr als eine Groupware, weil wir zum einen Module drin haben, die in anderen Groupware-Lösungen nicht unbedingt selbstverständlich sind, die man nachrüsten muss oder gar nicht verfügbar sind. Aber eben auch, und das sehen wir dann an Smallpart, dass wir da Module einbauen, die eigentlich mit einer Groupware-Lösung gar nicht so viel zu tun haben, die einfach andere Funktionalitäten haben. Und ich kann dort auch noch eigene Anwendungen reinprogrammieren, genauso wie ich andere Webanwendungen integrieren kann unter bestimmten Voraussetzungen. Das heißt also, all das macht eben aus einer Standard-Groupware eine mehr als Groupware. Ja, das werde ich auch gleich noch soweit aufzeigen. iGroupware selber ist sehr funktionsreich, für manch einen schon fast zu viel. Deswegen gibt es eben auch viele Einstellungs- und Konfigurationsmöglichkeiten, insbesondere als Admin, um zum Beispiel auch, ich sag mal, diese ganze Funktionsvielfalt ein Stück weit einzuschränken, vorzukonfigurieren, sodass dem Anwender das Ganze, ich sag mal, nicht zu viel wird.
Ein kurzer Überblick über iGroupware selber. Dafür gibt es einen Flyer. Ich habe den hier verlinkt. Den findet ihr auf der Webseite unter dem Bereich Community, genauso wie die anderen Flyer, die ich erstellt habe. Da könnt ihr auch noch mal kurz drüber gucken. Da kriegt ihr noch einen Eindruck, was iGroupware selber ist. Ich werde auch weiter hier im Verlauf doch einige Stellen anmerken, wo es weitere Informationen gibt, weil ich das einfach nicht alles in diese Folien hier reinpacken kann. So ein bisschen zur Historie von iGroupware. iGroupware selber war seinerzeit schon ein Fork, aber als iGroupware selber wurde der erste Commit vor 20 Jahren realisiert, vor ein paar Monaten. Also 20 Jahre hat iGroupware selber unter dem Namen jetzt schon an Entwicklung auf dem Puckel. Hat sich jederzeit ständig weiterentwickelt, da gab es also auch nie Pausen. Und ich sag mal, Entwicklung immer entlang der Anwender- und Kundenanforderungen. Das heißt also aus der Community die Anforderungen, Anregungen, genauso wie unsere kommerziellen Kunden, die Funktionen brauchen und auch einige Community-Programmierer, die Sachen beigesteuert haben. Ist auch eine meiner Aufgaben aus der Community, Anforderungen, Wünsche, ich sag mal, im Unternehmen an die Entwickler, an die Programmverantwortlichen heranzutragen. Zu sagen, pass auf, das wünschen die Leute sich, das ist wichtig, dann werden wir da auch das ein oder andere umsetzen, natürlich so viel wie möglich, wenn es irgendwie geht. Das heißt, als Entwickler haben wir da auch ein Ohr für die Community, für die Anforderungen, weil meistens, wenn aus dem Bereich irgendwas kommt, hat das ja alles auch irgendwie so einen Grund. Ja. Wir entwickeln als Open Source Lösung schon immer gewesen. Und den Source Code selber entwickeln wir auf GitHub. Da findet sich dann auch ein Wiki, was wir, ich sag mal, für den technischen Bereich dort reingestellt haben, Installationen und so weiter. Für die Anwendung selber als iGroupware, Informationen und How-Tos und so weiter, die finden sich dann eher bei uns im Forum. Ja. Grundsätzlich ist die Entwicklung von iGroupware unternehmensgetrieben. Das heißt, ich habe es schon gesagt, es steckt letztendlich die iGroupware GmbH mittlerweile dahinter. Es kommt aus der Community relativ wenig an Entwicklung, ein bisschen schon. Wir haben da so ein paar Leute, die das eine oder andere an Code beisteuern. Grundsätzlich wären wir natürlich froh, wenn auch mehr kommen würde, wenn Leute da Interesse daran hätten. Also wie gesagt, gerne mehr. Übersetzungen in den meisten Sprachen kommen aus der Community. Da sind einige Leute, die dann auch, ich sag mal, doch recht fleißig die Sachen übersetzen. Das Deutsche mache ich im Regelfall, entwickelt wird in Englisch. Und wenn da jemand noch Bedarf sieht in einer anderen Sprache und wenn das kann und wenn das will, kann er sich dann gerne an mich wenden. Das betreue ich dann. Grundsätzlich entwickeln wir in einem Open Core Modell. Das heißt letztendlich, wir haben eine Community Edition, die veröffentlicht wird, wo es Installationsskripte für gibt, die wir als Docker-Container bereitstellen, wo wir Support für leisten. Es gibt aber eben auch eine kommerzielle Variante mit ein paar Zusatzfunktionen. Das ist eine Kombination, die wir für uns gewählt haben, weil wir das im Moment so sehen, dass das für uns kaum anders realisierbar ist. Wir würden gerne auch nur vom Support leben, ist aber leider unrealistisch im Moment. Also insofern, es muss einfach gesagt werden, wir entwickeln Open Core. Das heißt, die meisten Funktionen sind in der offenen Version drin. Es gibt halt nur die eine oder andere Funktion im Regelfall aus dem Business-Bereich, die dann dort nicht vorhanden ist, sondern den EPL-Usern vorbehalten bleibt. Ansonsten verdienen wir halt unser Geld mit Support, Auftragsprogrammierung und bieten iGroupware eben auch als SaaS-Lösung an, komplett aus dem Rechenzentrum. Entwickeln tun wir eigentlich schon immer agil. Das ist ja nach wie vor oder in den letzten Jahren durchaus immer so ein Schlagwort gewesen. Wir machen es eigentlich schon immer. Das heißt also, die Sachen werden reinprogrammiert, getestet und fast immer oder auch viele neue Sachen von den Bugs über neue Funktionen auch ständig released, mehrmals im Jahr. Das hat natürlich Konsequenzen.
Wir veröffentlichen eine E-Groupware, wo auch mal ein Bug drin sein kann. Die E-Groupware, die wir veröffentlichen und auch bei unseren Kunden einsetzen, die ist eben nicht ein halbes Jahr oder 12 Monate abgehangen, sondern wir sind da einfach schneller auch in der Entwicklung und mit der Veröffentlichung von Funktionen, weil auf der anderen Seite auch, ich sage mal, die Anwender durchaus Interesse daran haben, Funktionen auch schnell zu bekommen. Deswegen haben wir uns dagegen entschieden, einmal im Jahr ein Release zu machen und dann wartet man eben 12 Monate, bis das nächste kommt. Wir veröffentlichen also 10 bis 12 Updates pro Jahr, mit denen dann eben auch neue Funktionen kommen. Das kann man bei uns im Forum, habe ich das ganz ordentlich dokumentiert, mit Screenshots und so weiter, so rückwärts chronologisch. Das kann man sich gerne mal anschauen, um die Entwicklung sich anzuschauen. Also da kommt auch während der Hauptversion ziemlich viel an Funktionen. Wir versuchen 2 Hauptversionen pro Jahr zu veröffentlichen in Zukunft. Ob wir das schaffen, das werden wir sehen. Material, neue Funktionen, neue Module haben wir definitiv immer genug für neue Versionen. Wir wollen mal schauen. Deswegen habe ich ein Fragezeichen hintergemacht, ob wir das schaffen. Grundsätzlich ist es so, dass auch, ich sag mal, während der Updates Patches aus GitHub im Regelfall auch auf den Systemen eingespielt werden können. Das heißt also 10 bis 12 Updates pro Jahr. Wenn dann selbst dieser Rhythmus nicht reicht oder mal was Fieses an Bug drin ist, kann man im Regelfall auch mal eben den Patch einspielen, was wir dann aber bei uns im Rechenzentrum im SaaS-Angebot, im Hosting auch machen. Ja, da werden die Sachen sofort gepatcht und im Regelfall sind wir da auch schnell. Also das ein oder andere an Bug, das wird dann nachmittags gemeldet, abends programmiert, morgens steht das zur Verfügung. Deswegen die agile Entwicklung, die ist bei uns Standard, auch mit diesen kleinen negativen Nebenwirkungen. So, wir machen vieles, machen aber nicht alles selber. Insofern haben wir Anwendungen eingebunden, mittlerweile integriert. Das ist zum einen Chat, und da setzen wir Rocket Chat ein, ein Online-Office, Collabora Online oder eben Code, WebRDP, also Remote Desktop, das realisieren wir über Guacamole. Das sind Dinge, die haben wir integriert, die lassen sich bei e-Groupware einfach auf der Kommandozeile mit apt-install Rocket Chat zum Beispiel nachinstallieren. Das programmieren wir natürlich nicht selber, aber haben das eben integriert. Das heißt also auch die Authentifizierung und so weiter läuft dagegen. Dazu gab es einen Vortrag von den Keylux 2020. Da gibt es ein Video zu. Wer da Interesse daran hat, wie wir das integrieren können oder was möglich ist, sollte sich mal diesen Vortrag anhören. Grundsätzlich bleibt das auch jedem eine eigene Möglichkeit, Webanwendungen zu integrieren in e-Groupware selber unter bestimmten Voraussetzungen. Ja. Das habe ich aber in dem Vortrag aufgezeigt. Und wenn Leute aus der Community eine Anwendung haben, die sie integrieren und integrieren können, dann würden wir das natürlich auch gerne auf unseren Webseiten und Foren und so weiter veröffentlichen, wenn da jemand eine gute Integration gemacht hat. Betriebsmöglichkeiten. Ich kann e-Groupware zum einen in der Community Edition on-premises installieren, bei mir zu Hause unterm Schreibtisch auf dem PC, auf der Firma eben in meinem eigenen Rechenzentrum oder bei dem Hoster meines Vertrauens oder eben auf dem NAS, was zu Hause oder in der Firma steht. Hier EPL selber, auch on-premises. Wieder eigenes Rechenzentrum, Hoster, unterm Schreibtisch, wo auch immer, aber eben zusätzlich bieten wir das als SaaS-Lösung an. Und der Wechsel zwischen SaaS und On-Premises ist also jederzeit auch möglich. Zwischen Versionen und Locations, da bieten wir also auch beide Möglichkeiten an. Und grundsätzlich sind wir auch migrationsoffen. Das heißt also, ich komme von einer anderen Anwendung und komme auch hier eigentlich ganz gut nach e-Groupware rein, weil wir praktisch alles importieren können, was irgendwie geht. Genauso kann man aber auch von e-Groupware auch wieder weg. Es ist also keine Anwendung, wo man sich, ich sag mal, bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag drauf verschreibt oder ans Bein bindet. Wir sind migrationsoffen in beide Richtungen. Uns haben natürlich auch
der ein oder andere Kunde verlassen, weil zum Beispiel jemand anders sagt, wir machen jetzt Teams oder was auch immer. Die Daten sind dort rauszubekommen und zu wechseln. Also da sind wir vollkommen offen. Kurzer Ausblick auf die 21.1. Wie gesagt, wird noch ein paar Wochen dauern, aber es wird ganz interessant. Es sind eine Menge tolle Sachen dabei und da freue ich mich schon richtig drauf. Das ist zum einen das Smallpart, dieses videogestützte Lernen, was wir schon als Modul drin haben. Da kommt jetzt als nächster Schritt dazu, dass dort Single- und Multiple-Choice-Fragen oder offene Fragen für Tests und Prüfungen integriert sind. Also die Funktionalität, sodass auch der Lehrende dort Tests mit abhalten kann und die Lernenden diese durchführen und auch dann hinterher ausgewertet werden. Smallpart an sich wird auch noch immer weiterentwickelt. Also es gibt da noch eine Menge Ideen, was man damit umsetzen kann. Das wird noch interessant. Im File-Sharing-Bereich, im Dateimanager, man kann jetzt File-Sharing nicht nur dann mit externen vernünftig machen, sondern auch mit internen. Das heißt also zum Beispiel im Unternehmen einem anderen Mitarbeiter aus einem anderen Bereich, aus einem anderen Werk, aus einer anderen Abteilung Dateien, Ordner freigeben, damit er da drankommt. Ohne auf dem Dateimanager, auf dem File-Server irgendwie mit den Berechtigungen, mit den ACLs was tricksen zu müssen. Ich kann also innerhalb auch Freigaben machen. Dann haben wir einen Dark Mode. Wir können also auf einen Klick oben rechts in der Ecke mal eben auf den Dark Mode umschalten. Der wird normalerweise auch mitgeführt, wenn es vom Browser zum Beispiel kommt, Dark Mode, dann schaltet der um. Persönlich mag ich das sehr. Ich denke, das wird auch einige Leute freuen. Was eine Zeit lang schon verfügbar ist, wir haben ein Mail-Server-Installationspaket. Das werden wir jetzt auch mit der 21.1 nochmal deutlicher herausstellen und nochmal mehr erklären, was das ist. Man kann also auf einer eGroupware-Installation unter bestimmten Voraussetzungen ein Mail-Server-Paket nachinstallieren. Da haben wir dann einen DAV-Code drin. Der ist ausgerüstet mit Push. Das heißt also auch in dem Webmailer blinkt das sofort auf, wenn eine neue Mail kommt. Das wird also in den Webmailer gepusht, so wie ihr das von einem nativen Mail-Client durchaus auch kennt. Und mit einer wirklich tiefen Integration in eGroupware, das werden wir nochmal rausstellen und dann einige kleinere optische Dinge, Übersetzungen neu. Ja, dazu werden wir Webinare mit einzelnen Themen durchführen. Das werden wir auf Twitter, Webseite, Forum und so weiter ankündigen. Das wird also in den nächsten Wochen stattfinden. Es wird diesmal ein bisschen mehr in der EPL-Version geben. Das ist zum einen, wir haben ein Kanban-Board entwickelt. Das ist so der Punkt, der mich im Moment am meisten begeistert. Dann eine Telefonie-Integration, die ist deutlich ausgeweitet worden, die ist sehr pfiffig gemacht und das machen wir nun mit einigen Partnern auch. Ich denke, das sollte sich jeder mal angucken, auch wenn es in der EPL ist. Es ist wirklich interessant. Und ich sage mal, in einem Unternehmen zum Beispiel, wo ich viel mit Telefonie zu tun habe, kann das auch, ich sage mal, sehr, sehr interessant sein. Und es wird eine eGroupware Firewall geben, so haben wir das genannt. Wir haben ja bis jetzt schon natürlich entsprechend Zugriffsschutz auf verschiedene Art und Weise. Es wird aber eine weitere Funktion reinkommen, die, ich sage mal, erstmal in der ersten Entwicklungsstufe im Kern dafür sorgen kann, dass zum Beispiel von außen auf eGroupware nur aus bestimmten Netzen zugegriffen werden kann, zum Beispiel von einem externen Standort des Unternehmens. Ja. Ansonsten, wenn das eben nicht aus diesen Netzen kommt, dann zum Beispiel zwingend eben eine Zwei-Faktor-Authentifizierung voraussetzt. Also auch eine interessante Sache, um das Ganze noch weiter zuzunageln. Hat noch Ausbaumöglichkeiten, wie zum Beispiel zeitgesteuerte Dinge oder Geo-IP-Geschichten, wollen wir mal schauen. Jetzt kommt erstmal mit Quellnetzen, sodass ich vor allen Dingen auch die Zwei-Faktor-Authentifizierung aus vertrauenswürdigen Netzen eben nicht unbedingt verlangen muss. Dazu auch wieder, da folgen Webinare. Jetzt einen kleinen Überblick über eGroupware selber, welche Funktionen und Module da sind. Wir haben standardmäßig E-Mail, Infolog für Aufgaben, Notizen, Adressbuch, Kalender, soweit klar. Wir haben einen Dateimanager mit File-Sharing, Verfolgungssystem, Projektmanagement, Stundenzettel, ein paar andere Sachen, wie gesagt, Smallpart, Kanban kommen dazu.
Videokonferenz haben wir eingebunden, Jitsi und BigBlueButton wahlweise. Remote Desktop mit Guacamole, Rocket Chat, Collabora Online habe ich alles angedeutet. Eigene Anwendungen, man kann natürlich eigene Anwendungen dort integrieren oder eben auch reinprogrammieren. Und mein Lieblingsthema nach wie vor noch Diskurs nutzen wir bei uns im Forum selber. Hätte ich gerne auch noch integriert. Auch sowas ist machbar. IGroupware selber kann synchronisieren, CardDAV, CalDAV, man kann per WebDAV auf Daten zugreifen, ActiveSync, Import, Export, auch zeitgesteuert. Das, um den Funktionsumfang mal ein bisschen abzurunden. Diese Sachen sind weiter ausgeführt auf den zwei Vorträgen, die ich zum Beispiel auf den TUX-Tagen gehalten habe. Einmal IGroupware aus Benutzersicht, IGroupware aus Admin-Sicht. Solltet ihr euch mal anschauen. Bietet ein bisschen mehr Informationen über IGroupware selber. Und wie vorhin schon angedeutet, von den Kieler Linux-Tagen noch Jitsi und Apache Guacamole in IGroupware. Beschreibt aber auch insgesamt, wie man technisch Anwendungen integriert in IGroupware. Einsatzmöglichkeiten von IGroupware überspringe ich jetzt mal im Großen und Ganzen. Man kann IGroupware eigentlich für alles einsetzen. IGroupware in der Bildung, erstes Hauptthema. Wir haben da eine IGroupware mit E-Mail, Kalender, Aufgaben, File-Sharing, Chat, Online-Office. Das ist erstmal so ein Funktionsumfang, der kommt einem ja relativ bekannt vor von einem gewissen Marktführer oder ich sag mal Platzhirschen, der auch erstmal nicht viel anderes kann. Meine Tochter ist an einem Gymnasium, die haben auch den Platzhirschen und die machen genau diesen Funktionsumfang. Können wir auch. Chat und Online-Office haben wir, wie gesagt, integriert. Programmieren wir nicht selber. Da haben wir Rocket Chat und Collabora Online integriert. Und in ein oder anderen Bildungseinrichtungen macht es auch Sinn, externe zum Beispiel an PCs zu lassen. Jetzt nicht unbedingt in der allgemeinbildenden Schule, aber ich sag mal, vielleicht in der Berufsschule schon, aber ich sag mal, wenn es an Universität und Hochschulen geht, dann wird es langsam interessant mit dem Remote-Zugriff auf Rechner, die im Institut, in einem Labor oder sonst wo stehen. Videokonferenzen habe ich angedeutet. Wir haben zum einen Jitsi und eben BigBlueButton integriert, Konfigurationen integriert, was im Moment aber heißt Jitsi oder BigBlueButton. Mal gucken, wie die Entwicklung in Zukunft ist. Vielleicht können wir auch beides zur Verfügung stellen für verschiedene Funktionalitäten. Grundsätzlich ergänzt halt IGroupware diese Anwendungen Jitsi und BBB um terminierte Videokonferenzen. Ich mache also Termine mit Videokonferenzen. Da werden dann Links erzeugt und so weiter, E-Mails versendet. Und ich kann auch ad hoc aus der IGroupware selber bei einem Benutzer zum Beispiel eben draufklicken und einen Videoanruf machen oder einen Audioanruf. Wir betreiben auch im Hosting die Sachen nicht selber. Wir haben dafür Partner, das ist einmal www.server.de, auch in einigen Bildungseinrichtungen in Benutzung. Und wir setzen selber für unsere Kunden im Hosting für Jitsi einen dedizierten Server von KiwiTalk ein. Da sind wir sehr zufrieden. Wir haben es vorher selber gemacht, würden wir jetzt nicht mehr machen. Dafür gibt es einfach mittlerweile auch hier in Deutschland gute Anbieter, die sowohl für BBB als auch Jitsi Talk, wie ich finde, sehr, sehr preisgünstig die Dinge anbieten. Also ich möchte es nicht mehr unbedingt selber machen. Ganz kurz zu der Konfiguration einer Videokonferenz. Es ist einfach, ich trage dort einen Jitsi-Server ein oder eben von BigBlueButton die Zugangsdaten zu einem Server, genauso wie bei Jitsi auch eine JWT-Authentifizierung möglich ist. Das ist schnell gemacht und steht schnell zur Verfügung. Wie gesagt, dazu habe ich einen Vortrag, der das nochmal im Detail beleuchtet. Ganz kurz zu dem Punkt Guacamole, dieses Remote Desktop für den Bildungsbereich. Wie gesagt, ich sehe da durchaus Anwendungsfälle, um zum Beispiel auf Institutsrechner, Terminal-Server-Instanzen oder sonst was zuzugreifen, um das Studenten oder Angestellten zur Verfügung zu stellen. Eben zum Beispiel
der Zugriff auf irgendwelche Laborsysteme oder Workstations mit einer speziellen Software, die man eben zu Hause als Student nicht hat. Es gibt einige Universitäten, auch in Deutschland, die stellen über Guacamole ihre Sachen zur Verfügung. Das haben wir eben auch in e-Groupware eingebaut, um es möglichst einfach aufzusetzen. Guacamole selber kann zum einen RDP transportieren, aber eben auch VNC und SSH-Konsolen. Das heißt also, ich kann auf meinen Gerätepark praktisch komplett zugreifen. Gilt natürlich auch, weil ich SSH kann, zum Beispiel, um auf Maschinen, auf die Konsole zu kommen, für Wartungszwecke zum Beispiel. e-Groupware selber ist unseres Wissens nach oder auch aus unserer Kundschaft, aber viele Community-Anwender auch im Einsatz bei berufsbildenden Schulen, Gymnasium, freien Schulen, aber doch eine ganze Menge Universitäten und Hochschulen, unter anderem eben auch die TU Chemnitz. Ich denke mal, von einigen Schulen und Einrichtungen wissen wir sicherlich nicht, wer die einsetzt, weil wir nicht jeden Anwender kennen. Aber das ist im Moment mal so der Umfang von denen, die wir auch in der EPL und im Hosting kennen. Ich habe ein paar Beispiele mitgebracht von Anwendern aus dem Bildungsbereich. Da wäre zum Beispiel mal eine Berufsschule, das ist das RWZ am Schützenpark in Kiel. Die bieten einige Abschlüsse an, berufliche Vorbereitung, Qualifikation, Hochschulreife und so weiter. Der Verantwortliche hat mir dort aufgezeigt, wofür die das nutzen. Zum einen für die Lehrkräfte und eben für die Verwaltung. Die organisieren also ihren Tagesablauf, ihre Verwaltung da drin mit E-Mail, Ticketsystem, Adressbuch, Dateimanager. Somit für die der Nutzen einmal die Kommunikation intern, also E-Mail-Verkehr intern wie extern. Und wenn ich daran denke, an die Diskussionen in den letzten Monaten und auch meine eigenen Erfahrungen mit den Schulen bei mir im Umkreis, wo die Lehrer immer noch, sag mal, eigentlich bis vor kurzem ihre privaten E-Mail-Adressen nutzen mussten, das ist hier, sage ich mal, im RBZ, seit vielen, vielen Jahren nicht notwendig, weil die es einfach intern gemacht haben. Die benutzen das Ticketsystem, um intern den EDV-Support zu managen. Also wir haben ein Ticketsystem integriert oder bei uns heißt das im Standard Verfolgungssystem und das nutzen die zum Beispiel, um da ihre Aufgaben zu verwalten und eben den Dateimanager für Zugriff auf Dokumente. Also das, was für die Allgemeinheit in der Schule da ist, das wird dort über e-Groupware den Dateimanager bereitgestellt. In dem Fall haben die Schüler damit nicht allzu viel zu tun. Ich weiß, dass es Schulen gibt, auch wo die Schüler darauf zugreifen und eben dann auch Videokonferenzen und so weiter. So ein Beispiel habe ich jetzt gerade hier nicht im Gepäck. Dafür noch andere interessante. Und zwar die Hochschule in Kaiserslautern. Da gibt es einen Fachbereich Informatik, Mikrosystemtechnik. Und wir haben verschiedene Studiengänge, biomedizinische Technik und so weiter. Ich habe es da aufgelesen, ich muss es ja nicht unbedingt vorlesen. Ganz interessante Sachen. Da an der Stelle auch schon mal vielen, vielen Dank an Rainer, der dort e-Groupware betreut, immer viele Fragen hat und wir haben da schon einiges zusammen gemacht und herzlichen Dank für dieses Beispiel, weil das ist hochinteressant. Jetzt in der Corona-Zeit war das für die natürlich ein Problem. Die haben dort Labore, Räume und die Studenten können ja, ich sag mal, dieses Equipment schlecht zu Hause nutzen. Also mussten die ja irgendwie zusehen, dass sie für ihre Studenten trotz all der Situation in irgendeiner Form das Studium aufrechterhalten können. Die müssen eben viel im Labor arbeiten. Deswegen wird dort über e-Groupware ein Ressourcenmanagement abgebildet. Er hat geschrieben, aktuell sind es 232 Geräte bzw. Labore, die dann als Ressourcen in e-Groupware angelegt und verwaltet werden. Jede Ressource selber, also jedes von diesen Objekten, hat dann auch Eigenschaften, die man dem mitgeben kann und die speichern unter anderem eben zum Beispiel auch anhand an einer Ressource Dokumente, wie zum Beispiel eben Kabelisierungsdaten oder Manuals oder auch Videos daran.
Ich selber habe mal noch drunter geschrieben, da geht noch viel mehr. Man kann da noch viel mehr machen mit benutzerdefinierten Feldern und ich denke, das ist noch sehr ausbaufähig. Aber für den Fachbereich vom Funktionsumfang reicht das erstmal. Das heißt also auch, die Benutzer können hier dann eben zum Beispiel auf ein Benutzerhandbuch von dem Laborgerät zum Beispiel zugreifen. Im Moment haben Sie 163 Nutzer, die da letztendlich in der Hauptsache den Kalender nutzen, um eben zum Beispiel auch die Räume zu buchen, die Maschinen zu buchen, die Geräte und das Ganze eben abwickeln auch über E-Mail. Das ist der Funktionsumfang, den die von eGroupware selber nutzen. Kommen wir wieder zu der Corona-Situation. Letztendlich, die Studenten müssen in die Labore, um ihr Studium nicht, ich sag mal, komplett pausieren lassen zu müssen. Und da ist der Rainer hingegangen, hat sich die Grundrisse geschnappt, hat geguckt, wo können die Leute sitzen mit genügend Abstand, hat letztendlich dann für den Raum zum Beispiel in der Ressource eingestellt, wie oft der Raum zu buchen ist. Das heißt also, wir haben dort ein Quantity-Feld. Ich kann also zu einem Zeitpunkt eine Ressource buchen, einmal, zweimal, dreimal und in dem Fall für diesen Raum eben maximal sechsmal. Das heißt also, ich kann dafür sorgen, dass im gleichen Zeitraum nur maximal sechs Personen den Raum buchen können, dürfen. Somit ich zumindest hier schon mal die Anzahl der Personen in den Räumen und somit auch die Mindestabstände gewährleisten kann. Somit kann ich auch hier Übersichten mir anschauen, welche Laborplätze gebucht sind und so weiter. Und die gehen dann hin. Und dass die tatsächliche Anwesenheit der Leute, die da gebucht haben, hier mit einem Stundenzettel eingetragen wird. Das heißt also, im Nachgang kann ich sehen, wer war da und somit auch eine Kontaktverfolgung, weil ich weiß ja, welche Person gebucht hat, hier möglich ist. Das heißt, wenn jemand an Corona erkrankt ist bzw. infiziert war, kann ich hier über die Stundenzettel sehen, wer war gleichzeitig mit dem im Raum. Somit ist die Kontaktverfolgung auch erledigt. Da wird also keine Zettelwirtschaft gemacht. Das finde ich schon hochinteressant. Wie gesagt, relativ aufwendige Ressourcenverwaltung, weil, wie gesagt, da sind auch schon eine ganze, ganze Menge Dinge drin eingepflegt. Ein weiteres Beispiel aus einem Gymnasium, und zwar das Gymnasium Geretsried. Kurz ein paar Eckdaten zu dem Gymnasium. Das sind 1000 Schüler, 100 Lehrer und die setzen eGroupware also durchaus auch schon länger ein, seit 2012. Auch wieder für Mitarbeiter der Schule, kein Zugriff für Schüler oder Eltern. Das heißt also, die Schule selber für Lehrer und Verwaltung nutzen das, um sich zu organisieren. Seit ziemlich zu Anfang nutzen sie also E-Mail. Wieder das gleiche Thema. Viele andere Schulen, die haben noch mit privaten E-Mails rumhantiert. Seit 2012 ist das an diesem Gymnasium definitiv schon erledigt. Kalender, Adressbuch, Dateimanager, Nachrichten, ja, ab und zu auch Aufgaben. Am intensivsten der Dateimanager, das heißt, dort werden ziemlich intensiv Dateien abgelegt, Dokumente. Wenn es Office-Dokumente sind, eben direkt bearbeitbar mit Collabora Online. Mobile Ressourcen, ich weiß jetzt nicht, ob das noch Projektoren sind oder irgendwas, die werden dort drüber auch verwaltet, gebucht. Dann wird es richtig interessant, und zwar seit 2018 wird an diesem Gymnasium Eigenentwicklung eingesetzt. Eigenentwicklung auf Basis von eGroupware, und zwar eine Notenverwaltung und einen Schulaufgabenplan. Habe ich leider im Detail auch noch nicht gesehen, ist auch noch nicht veröffentlicht. Mal schauen, könnte noch kommen. Da werden wir sicherlich auch in den nächsten Wochen noch mal ein bisschen drüber sprechen, auch auf dem Stammtischgespräch mal. Kommt auch gleich noch ein bisschen mehr zu. Dann wird bei denen auch noch per Jasper Reports aus irgendeinem System Dokumente erzeugt, die wiederum per WebDAV in eGroupware hinein importiert oder aus Jasper heraus exportiert werden. Das heißt, die schieben aus Jasper Reports Dokumente, die generiert werden, auf die eGroupware und dort stehen die dann im Dateimanager zur Verfügung. Auch ein interessanter Aspekt.
Ich gehe nochmal ganz kurz zurück. Also mit der Notenverwaltung und Schulaufgabenplan, da würde ich irgendwann gerne auch nochmal mehr drauf eingehen, weil das zeigt nochmal auf, wie man doch auch in eGroupware eigene Anwendungen implementieren, programmieren kann. Und das haben nicht wir gemacht von eGroupware, sondern das hat ein Lehrer an der Schule gemacht. Und dieser Lehrer, der hat nicht nur das gemacht, sondern eben auch ein Modul für eGroupware geschrieben. Und zwar nennt er das UntiSync. Wer sich so ein bisschen auskennt, wird sofort ahnen, worum es geht. Letztendlich haben viele Schulen für ihre Stundenpläne, Vertretungspläne etc. WebUntis im Einsatz. Und er hat nun eine Anwendung geschrieben, um die Daten aus WebUntis nach eGroupware zu exportieren bzw. in eGroupware zu importieren. Da gibt es so diverse Einstellmöglichkeiten, die man letztendlich macht. Man muss nicht alles rüberschieben. Man kann eben bestimmte Vertretungen auflisten oder eben alle. Ich meine, ich muss das auch gar nicht alles vorlesen. Lehrerstundenpläne können rübergeschoben werden, sodass der Lehrer zum Beispiel seinen Stundenplan auf seinem Handy in eGroupware hat, wo man dann unter Umständen auch den Kalender auf seinem Handy gegen eGroupware synchronisieren kann. Ich muss ja nicht unbedingt eGroupware verwenden, ich kann ja auch per CalDAV synchronisieren. Da machen wir noch ein paar Screenshots zu. Zum einen UntiSync selber, die Konfiguration. Man greift dort letztendlich auf WebUntis zu mit Zugangsdaten und dann holt sich dieses Modul die Daten von WebUntis entsprechend der Konfiguration, was alles übertragen werden soll und schiebt das auf der anderen Seite nach eGroupware rein. Und wenn man diese Synchronisation regelmäßig macht, dann stehen die Sachen auch sehr schnell zur Verfügung. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wie oft er das anstartet. Das wäre auch mal noch interessant. Aber ich denke, das wird irgendwo vielleicht stündlich oder so sein. Hier mal ein Beispiel. So sieht dann der Kalender zum Beispiel von einem Lehrer aus in eGroupware selber, in dem Webfrontend. Wie gesagt, grundsätzlich kann man dagegen man kann das auch auf dem Handy letztendlich aufrufen oder eben synchronisieren per CalDAV. Das ist dann letztendlich egal. Ich habe es auf jeden Fall in diesem Kalender hier. Oder ein Vertretungsplan in eGroupware, der dann dort zur Verfügung steht und von überall aus eben entsprechend erreichbar ist. Man sieht auf der oben an dem Kartenreiter Vertretungsplan, sieht man, das ist ein eigenständiges Modul in eGroupware. Und links in der Spalte mit dem Menü sieht man auch schon einige Sachen. Vertretungsplan, Favoriten kann ich anlegen, ich kann dort Lehrerklassen, Räume verwalten. Also da geht einiges. Da ich da jetzt, was die Anwendung angeht, natürlich nicht hundertprozentig firm bin, bin ja auch kein Lehrer, werden wir, ich sag mal, in der Folge in den nächsten Wochen sicherlich mal was zusammen machen können mit dem Ersteller hiervon, mit dem Axel und Interessierten. Also deswegen auch an der Stelle jetzt schon mal hier, wer da jetzt Lunte gerochen hat und Interesse dran hat, entweder kommt er bei uns ins Forum und meldet sich dort oder schreibt mir eine E-Mail. Und dann machen wir einfach abends mal so einen kleinen Stammtisch und reden mal mit dem Axel darüber, was er da gemacht hat. Ja, also wer da Interesse dran hat, nur nach dem Vortrag muss das jetzt nicht abreißen hier. Ja, mehr Informationen dazu findet ihr auf GitHub unter iGroupWare UntiSync. Das hat dort nämlich ein Repo und da ist auch doch einiges dokumentiert vom Axel. Ich denke, da kann man als erstes mal reingucken. Wenn direkt Fragen sind, gerne auch an Axel Wild. Hier ist die E-Mail-Adresse. Er freut sich da auch auf Fragen und Kommunikation mit anderen, die da Interesse dran haben. Und wie gesagt, mein Angebot ist, wir können mal abends einen Stammtisch machen, treffen wir uns in BWW irgendwo und diskutieren mal und reden mal drüber, was machbar ist, wo Wünsche sind oder was man für Ideen hat. Und auch an der Stelle hier ganz großen Dank von mir, von uns an Axel, dass er mir die Informationen zur Verfügung gestellt hat und vor allen Dingen auch für diese tolle Modul. Ich denke mal, die eine oder andere Schule oder Lehranstalt kann da sicherlich was mit anfangen. Wir haben, wie gesagt, in eGroupware ein Modul entwickelt. Das nennt sich Smallpart, ist also ein Modul in eGroupware, was man grundsätzlich mit eGroupware erstmal mit installiert. Das Ganze entstand aus einer Kooperation mit der Universität Tübingen, TU Kaiserslautern und eben der eGroupware GmbH.
Die Entwicklung, also veröffentlicht ist es seit der 2001, ist es auch an der TU Kaiserslautern und ich meine auch in Tübingen grundsätzlich im Einsatz. Es wird aber weiterentwickelt. Das war von Anfang an so geplant. Man veröffentlicht eine Version in dem ersten Schritt und baut darauf auf. Und das werden wir jetzt auch mit der 21.1, wie gesagt, machen, indem Funktionen da hinzukommen. Grundsätzlich, wie gesagt, ist ein Modul in eGroupware. Warum in eGroupware? Ich sag mal, ich kann eine Software natürlich auch ohne eGroupware entwickeln. Aber eGroupware bringt eine Benutzerverwaltung mit, bringt Authentifizierung gegen verschiedenste Systeme mit, bringt eine Dateiverwaltung mit. Wir können, haben also die ganzen Funktionen, um Videodaten zum Beispiel eben schon zu speichern, zu verwalten, zu bearbeiten. Der Datenbankserver ist da. eGroupware hat also diese ganze Umgebung, die man für dieses Tool braucht, schon zur Verfügung. Für andere Anwendungen, da kämen noch andere Sachen dazu, wie zum Beispiel Dokumentengenerierung und so weiter. War jetzt hier nicht Schwerpunkt. Deswegen in dieser Entwicklungsumgebung ist dann Smallport entstanden. Es werden auch zum Beispiel JavaScript-Module, die wir ja schon längst programmiert haben, dann mitgenutzt. Also das bot sich an. Was dazu gekommen ist, ich habe schon angedeutet, wir können authentifizieren gegen alle möglichen, ob das AD ist, LDAP, E-Mail oder sonst was. Aber für die Umgebung jetzt in der Universität, insbesondere die TU Kaiserslautern, mussten wir noch eine Authentifizierung implementieren. Schibboleth, ich kannte es vorher auch nicht. Es ist eine Authentifizierung, die halt im universitären Bereich doch häufig anzutreffen ist. Musste ich lernen. Also dort haben wir die Anwendung am Laufen und letztendlich die Benutzer, die sich anmelden, die melden sich mit ihrem Universitätsaccount an, so wie sie das auch in den ganzen anderen Anwendungen an der Universität machen. Smallport selber kann in einer bestehenden eGroupware genutzt werden. Man kann die eGroupware aber auch, ich sag mal, den Benutzern bereitstellen oder Smallpart in eGroupware nur mit diesem Modul. Man muss den ja nicht Kalender und so weiter bereitstellen. Oder aber, und so ist das, denke ich mal, im schulischen Bereich dann meistens halt der Fall, per LTI wird das eingebunden in Lernmanagementsysteme wie zum Beispiel Moodle oder OpenOLAT, so wie es eben an der TU Kaiserslautern zum Beispiel eingerichtet ist. Grundsätzlich ist Smallpart asynchron. Ich habe da kein Live-Video, das ist keine neue Videokonferenzlösung. Ich zeige gleich noch ein bisschen, was Smallpart ist, aber das ist immer die erste Frage, die kommt. Nein, es ist kein Live-Tool. Anwendungsszenarien. Grundsätzlich können wir uns vorstellen, in Schulen jeder Art eigentlich eine Anwendung zu nutzen, die auf Basis von Videos lehrt. Insbesondere natürlich Universitäten, dazu gehören dann auch Fachhochschulen oder was auch immer. Ich sehe da aber auch durchaus Mitarbeiterschulungen in Unternehmen machbar mit, weil in vielen Unternehmen ja auch Videos zu Schulungszwecken genutzt werden, meistens in irgendwelchen Werkzeugen von externen Dienstleistern. Ich kann es aber, gerade wenn ich auch eGroupware schon nutze, natürlich intern auch damit nutzen. Gerade auch so Kunden- und Produktschulungen wären interessant. Ich denke da auch zum Beispiel mal an Fahrschulen. Und ich sage mal, da kann man seine Fantasie mal freien Lauf lassen. Überall, wo man Leuten was mit Videos beibringen will und das Ganze hinterher auch mit Kommunikation, Fragen und Tests garnieren will, da wäre Smallpart durchaus einen Blick wert. Mal ganz kurz skizziert, wie so ein Ablauf ist in Smallpart, um einen Kurs dort anzulegen und den Lernenden an die Hand zu geben. Also ich werde dort einen Datensatz anlegen im Kurs, lade dort ein Video hoch auf den eGroupware-Server oder ich gebe dem eine Fremdquelle an. Also wir können von bestimmten Videoquellen Videos einbinden, längst nicht bei allen, weil das nicht ganz einfach ist. Planetschule.de zum Beispiel funktioniert, YouTube funktioniert, an der TU Kaiserslautern gibt es eine Plattform für Lernvideos, das ist eingebunden. Ich muss also nicht nur die Videos hochladen, sondern kann auch Fremdvideos einbinden, die ich also nicht auf meinen Server laden muss. Ich beschreibe die Aufgabenstellung, dann können die Lernenden das Video schauen. Die können das stoppen, die können Kommentare an die Stelle schreiben, die können an die Stelle dann Fragen zum Beispiel stellen.
was dann der Lehrende die Fragen dann durchgeht und beantwortet, damit der Lernende auch eben ein entsprechendes Feedback bekommt. Das mal so als grundsätzlicher Ablauf. Wie gesagt, Smallpart in der Version 21.1, da kommen Fragen dazu. Das heißt also, der Lehrende kann eben seine Schüler, Studenten auch mit den Tests durchführen auf dieser Basis hier. Und da das, ich sag mal, so vielschichtig ist, gerade auch, ich sag mal, zum einen natürlich die grundsätzliche Anwendung von Smallpart selber, aber eben jetzt auch die neuen Funktionen, die Prüfungen mit Videos, die Tests, die Fragestellungen und so weiter, das wollte ich jetzt hier nicht im Detail, weil es einfach viel zu viel ist. Wir haben eine Webseite geschaltet, smallpart.de. Die ist auch erreichbar über unsere normale eGroupware-Org-Seite. Und zwar gibt es dort diesen Button Prüfungen mit Videos. Da kann man also hin und her schalten zwischen Lernen mit Videos und Prüfungen mit Videos. Ist ein bisschen versteckt, deswegen zeige ich es nochmal. Und darunter ziemlich detailliert auch beschrieben, was Smallpart jetzt mit der kommenden Version kann. Ist auf jeden Fall hochinteressant. Und wen das dann noch weiter interessiert, am 24. April gibt es auf den Open Education Days, ist eine Schweizer Veranstaltung, da gibt es einen Workshop von uns mit unserer Birgit Becker zusammen mit dem Professor Christoph Thyssen von der TU Kaiserslautern, ein Workshop. Man meldet sich dort an, ist schnell gemacht. Ich kann es nur empfehlen, weil dann sieht man auch viel mehr von Smallpart mal live, kann natürlich auch Fragen stellen und ich denke mal, für die Interessierten ist das auf jeden Fall dann ein Pflichttermin, weil man viel mehr live von Smallpart zeigen kann, was wir jetzt hier in diesem Vortrag eigentlich überhaupt nicht machen können. Ansonsten grundsätzliche Informationen auf unserer Webseite smallpart.de. Dann gibt es auf OpenOLAT von der TU Kaiserslautern eine Seite mit Workshops, Handouts und so weiter. Auch interessant, schon mal als Informationsquelle. Und wir haben in unserem Forum eine Kategorie Smallpart eingerichtet. Wenn also da aus der Community oder überhaupt Fragen kommen, natürlich auch bei den Nicht-Anwendern, nur die Interessierten, gerne Fragen dort reinstellen oder wenn es technische Probleme gibt, dafür haben wir ein Forum geschaltet. Da steht noch nicht viel drin. Ich hoffe, das wird ein bisschen mehr. Soweit erstmal zum Bildungsthema. Homeoffice gestaltet sich ja zum Teil ähnlich, weil wir in der gleichen Situation wie im Bildungsbereich sind, eben durch Corona. Deswegen möchte ich hier nochmal aufzeigen, was wir eigentlich bieten können, um Leute im Homeoffice arbeiten zu lassen, was natürlich nicht nur mit Corona zu tun hat. Das bleibt uns ja definitiv erhalten. Ich denke mal, auch in Zukunft wird der eine oder andere gerne zu Hause arbeiten müssen oder weil man sich einen Schreibtisch teilt oder weil das Unternehmen das möchte oder eben weil man vielleicht ganz woanders wohnt, als die Firma ihren Sitz hat. Ich denke mal, das ganze Thema bleibt erhalten und es ist vor allen Dingen nochmal der Rückgriff auf ganz zu Anfang. Wir wollen ein Office, ein Büro im Webbrowser möglichst komplett abbilden, um praktisch alles komplett online arbeiten zu können. Und das ist jetzt die Richtung, wo es im Homeoffice eben auch geht. Und das wollen wir uns mal anschauen. Grundsätzlich habe ich ja die Groupware in dem Webbrowser, kann also von überall darauf zugreifen, wo ich einen Webbrowser habe, ob das auf dem PC ist, was im Homeoffice sicherlich am sinnvollsten ist. Genauso gut aber auch mit dem Tablet oder mit dem Handy, was dann natürlich immer mit Einschränkungen verbunden ist, aber grundsätzlich ist es erstmal egal. Ich habe halt als weitere Alternative eben, ich kann Remote Desktop über den Webbrowser machen, das heißt also, ich kann auf meinen Arbeitsplatz-PC im Unternehmen zum Beispiel zugreifen. Da gehen wir gleich nochmal im Detail ein bisschen drauf ein. Ich selber arbeite ja auch bei einem Unternehmen, was ja auch, ich sag mal, durch Corona jetzt in die Lage geraten ist, Leute nach Hause ins Homeoffice schicken zu müssen.
Wir haben aber auch zum Beispiel einen Mitarbeiter, der schon seit längerem eben im Homeoffice arbeitet, schon vor Corona, weil er letztendlich nur noch stundenweise für uns arbeitet in der Entwicklung, im ERP-Bereich. Und mit dem machen wir es genauso. Und ja, wir können durch Chat und File-Server, Online-Office, Audio-Videokonferenzen können wir eigentlich remote ganz gut arbeiten mit eGroup. Ja. Wie gesagt, das Ziel ist halt, ein komplettes Büro im Webbrowser abzubilden. Und da sind wir schon verdammt weit. Wenn man sich so auf dem Markt mal ein bisschen umschaut, da gibt es dann einen Platzhirschen, der ist da auch ziemlich weit, der sich auch in den Schulen leider mittlerweile sehr, sehr breit macht. Gibt allerdings im Open-Source-Bereich, und das wurde auch an vielen Stellen schon thematisiert und auch diskutiert, und Anfragen, die uns erreichen, die fragen dann immer nach einer Alternative oder einem Ersatz für dieses Marktführerprodukt Platzhirsch. Ich sag mal, wir kopieren ja nicht den Platzhirschen, sondern wir versuchen unser eigenes und mit den Möglichkeiten, die wir haben und auch der Integration von Chat und Online-Office. Wir sind da relativ weit, denke ich mal. Das schauen wir uns an. Wobei hier natürlich auch Homeoffice nicht unbedingt meint den einzelnen Homeoffice-Arbeiter, der zu Hause in der Küche sitzt, sondern wir sehen da durchaus in der gleichen Situation auch verteilte Standorte. Ich habe irgendwo ein Unternehmen und ich habe irgendwo in Deutschland verteilt ein paar Büros oder Freelancer oder eben Vertreter. Wir reden also jetzt nicht nur über das Homeoffice in der letzten Zeit, wo die Leute nach Hause geschickt worden sind und aus der Küche arbeiten, sondern durchaus natürlich auch die gleichen Anwendungsfälle in verteilten Standorten, egal wo auf diesem Planeten. Grundsätzlich ist es so, ich kann natürlich alle Arbeiten in eGroup erledigen, wenn ich Arbeiten habe, wie zum Beispiel E-Mail, Termine, Aufgabenverwaltung oder einfach nur mal mit meinen Kollegen chatten. Wenn es mehr ist und ich irgendwo dran muss auf der Firma, kann man eben per Guacamole auf seinem Arbeitsplatz-PC, wenn man denn noch einen hat im Unternehmen, zugreifen oder das Ganze eben über einen Terminal-Server. Und dann kann man dort von dem PC die installierten Programme nutzen oder auch die Zugriffsmöglichkeiten im Unternehmen selber. Oder man nutzt eben beides. Also ich sage mal, ich selber nutze im Regelfall beim Zugriff beides und einige unserer Mitarbeiter auch beides. Die machen einiges per eGroupware, zum Beispiel einfach nur Mails checken oder schreiben, und wenn sie dann das eine oder andere mehr machen, dann gehen sie per Guacamole auf ihren Arbeitsplatz-PC. Wir haben ja auch im Unternehmen noch einige Programme, die kann man schlecht eben zu Hause haben. Das sind, was weiß ich, zum Beispiel die DATEV-Arbeitsplätze, genauso wie ein Arbeitsplatz, wo einige Software installiert ist für eine Programmierumgebung. Ja, ich habe hier eine Wahlmöglichkeit. Und auch, ich sag mal, Unternehmen, die dokumentenbasiert arbeiten, da geht halt auch einiges. Ich kann zum einen Dokumente aus eGroupware selber generieren. Das habe ich auch in einem LibreOffice-Vortrag, LibreOffice in eGroupware, mal aufgezeigt. Ich kann dort auf vielfältigste Weise Dokumente generieren, Serienbriefe, Serien-E-Mails und so weiter. Ich kann Dokumente aus Fremdsystemen, zum Beispiel per WebDAV oder durch Einbinden von Freigaben nach eGroupware transportieren. Ich kann Dokumente in eGroupware bzw. Collabora Online dann eben bearbeiten, Office-Dokumente. Ich kann Dokumente als Dokument oder eben als PDF versenden per E-Mail oder als File-Sharing. Ich kann externe auch Dokumente bearbeiten lassen, indem ich eben per File-Sharing Zugriff auf Office-Dokumente gewähre. Das heißt also, externe können auch per Collabora Online die Dokumente bearbeiten. Gleichzeitiges Bearbeiten von Dokumenten geht natürlich auch in Collabora Online. Genauso, ich kann mir dann die Änderungsverfolgung einschalten oder ich kann auch zumindest in der EPL-Version Revisionen innerhalb des File-Managers in eGroupware einrichten. Und Collabora Online kann mittlerweile eben auch Bearbeiten von PDFs in Form von Ansehen, Kommentare reinschreiben. Dieser Bereich wird in Collabora Online noch weiter ausgebaut. Es wird in Zukunft möglich sein, noch mehr an PDFs zu arbeiten.
Und zum anderen ist eine Integration von Draw dort geplant. Leute, die LibreOffice nutzen und PDFs bearbeiten, die kennen das. Das wird in Draw geöffnet, kann bearbeitet werden oder wieder als PDF exportiert werden. Also da wird auch in Zukunft in Collabora Online noch mehr gehen. Aber ich sage mal so, in einem Unternehmensumfeld, wo irgendwo ein PDF ist und ich muss eben ein paar Anmerkungen dran machen, das geht heute auch in Collabora Online, eben aus dem Homeoffice durchaus. Also wie gesagt, dokumentenbasierte Arbeitsweise in Unternehmen ist in weiten Teilen eben auch hier möglich. Und dafür ist ganz wichtig, und deswegen möchte ich das auch hier nochmal aufzeigen, eGroupware selber hat einen Dateimanager mit einem virtuellen Dateisystem. Ich kann auf dieses Dateisystem zugreifen über die Weboberfläche von eGroupware. Ich kann aber auch von außen per Webdach zugreifen. Aber, und gerade jetzt in einem Unternehmen zum Beispiel, wo ich eben einen klassischen File-Server stehen habe oder irgendwelche anderen Ressourcen, wo Dokumente liegen oder Dateien liegen, Bilder liegen, ich kann in eGroupware eben Laufwerke mounten, also SMB-Freigaben, FTP, WebDAV kann ich mit der nächsten Version auch mounten, also zum Beispiel eine Freigabe von Nextcloud-Server kann ich auch in eGroupware mounten oder eben lokale Verzeichnisse von einem Server, worauf das Ganze läuft, sodass die dann in dem eGroupware-Dateimanager zur Verfügung stehen und dann natürlich auch von zu Hause aus ich darüber an die Dokumente komme, die eigentlich auf dem File-Server in der Firma liegen. Ja. Das Ganze kann ich natürlich mit Home-Verzeichnissen machen, mit meinen persönlichen Benutzerverzeichnissen, aber genauso gut auch Abteilungsverzeichnisse, Projektverzeichnisse oder was auch immer. Und somit kann ich eben auch Dinge, die nicht in eGroupware selber direkt liegen, mit Collabora Online bearbeiten. Oder eben per WebDAV, wie gesagt, als lokales Laufwerk auf meinem PC einbinden, was insbesondere unter Linuxen ganz gut funktioniert. Und von dort aus dann nativ arbeiten. Ich selber habe zum Beispiel diese Präsentation hier hauptsächlich mit Collabora Online erstellt, habe aber zeitweise auch nativ auf meinem Rechner gearbeitet mit LibreOffice und habe mir schlichtweg die Datei als WebDAV-Zugriff von eGroupware geöffnet. Das geht beides. Wie gesagt, deswegen nochmal insgesamt der Hinweis, ich kann in eGroupware im Unternehmen oder wo auch immer alles Mögliche einbinden, um es dann darüber zur Verfügung zu stellen. Insbesondere eben im Homeoffice. Grundsätzlich ist es so, dass umso konsequenter ich mit eGroupware arbeite, umso mehr kann ich eben auch da drin machen. Eine Eigenschaft von eGroupware ist eben die Objekte, die ich dort anlege, ob das jetzt ein Kontakt ist, eine Aufgabe oder ein Termin oder ein Projekt. Grundsätzlich wird immer im Dateimanager, in dem virtuellen Dateisystem auch ein Ordner dafür angelegt, in dem dann Dokumente abgelegt werden. Wie hier in diesem Beispiel habe ich hier einen Termin, zufälligerweise genau diesen Vortrag. Und da habe ich jetzt unten mal dran gehängt die LibreOffice-Datei von dem Vortrag selber. Und wir sehen das dann in dem kleinen Screenshot hier unten, dass das eben auch in einem Ordner liegt, der zu diesem Termin gehört. Und das wiederum ist dann auch per WebDAV und so weiter verfügbar. Also wenn ich ganz konsequent bin, kann ich diese Sachen also wirklich komplett hier rein verlegen. Sowohl, weil ich einen File-Server habe dort, also eGroupware als File-Server, genauso wie ich aber auch die ganzen Dokumente, die zu meinen Vorgängen gehören, zu meinen Projekten und so weiter, ich da drin ablegen kann und mehr oder weniger automatisiert geordnet in Verzeichnisse abgelegt werden. Also im Idealfall kann ich im Homeoffice genauso arbeiten wie im Unternehmen, weil ich letztendlich genau die gleichen Dinge zur Verfügung habe. Ich kann die Kommunikation und Dateibearbeitung eben in eGroupware erledigen. Manches, was da drin nicht geht, per Zugriff von Guacamole, also wie gesagt, gerade ERP-Systeme, CAQ, DATEV und so weiter. Oder eben, ich habe Web-Anwendungen, die das Unternehmen bereitstellt, die kann ich eben auch in eGroupware einbinden, direkt als iFrame. Und warum ist mir das so wichtig, dass ich das alles über eGroupware, über ein Webinterface mache? Ich brauche für mein Unternehmen keine VPN-Lösung einrichten.
Vielleicht habe ich keine, vielleicht habe ich aber irgendwie nicht genug Lizenzen oder vielleicht ist es zu viel für meinen Router, wie dem auch sei. Ich komme hier zumindest über die Einrichtung oder um die Einrichtung eines VPNs drumherum, zumal ich ja auch dran denken muss, VPN-Endpunkt bei den Leuten zu Hause, entweder haben die firmeneigene Hardware oder eben einen privaten PC und da ist dann schon die Stelle, wo ich kein VPN mehr ausrollen möchte bei meinen Mitarbeitern, die wir nach Hause geschickt haben. Auf der anderen Seite brauche ich keinen Terminal-Server-Zugriff, ich brauche keine Terminal-Server-Lizenzen, ich brauche keine On-Top-Software wie zum Beispiel Parallels, Citrix und so weiter. Wer sich damit schon mal auseinandergesetzt hat und die Rechnungen unterschreiben musste, der weiß auch, was das für einen Rattenschwanz an Kosten nach sich zieht. Das fällt schlichtweg weg. Wie gesagt, wenn man Glück ist, in dem Zustand, wenn die Leute normalerweise noch einen Arbeitsplatz-PC zu Hause, im Unternehmen haben, ist es ganz einfach, dann lasse ich die einfach da drauf. Oder ich stelle in den Serverraum eine Batterie mit kleinen Rechnern hin. Das habe ich auch schon gesehen, dass die Leute dann einfach 20, 30 Rechner da, Mini-PCs dahinstellen und die dafür zur Verfügung stellen. Oder wenn ich einen Terminal-Server habe, nehme ich den halt. Aber wie gesagt, ist alles ein Kostenfaktor und was mir unheimlich wichtig ist, immer diese Komplexität möglichst rauszunehmen. Alles, was umso komplexer, umso fehleranfälliger ist es einfach. Und auch die Sicherheit leidet doch arg unter der Komplexität. Ich möchte ja auch als Admin irgendwo, ich sag mal, das so einfach wie Möglichkeit haben, damit ich das auch überhaupt überschauen kann und die Sicherheit auch einschätzen kann. Dann, wenn ich nur über eGroupware zum Beispiel E-Mails bereitstelle, brauche ich auch keine Ports nach außen aufmachen für Mail, also weder für IMAP noch für SMTP, wenn ich draußen keine nativen Clients habe. Ich kann natürlich auch, ich sag mal, ein Thunderbird oder sonst was per Active Sync anbinden für E-Mails. Auch das geht natürlich. Aber wie gesagt, im Idealfall brauche ich da nicht mal Ports aufmachen. Spare ich mir auch dieses Thema, was gerade Sicherheit angeht. Wie gesagt, für mich wichtig ist geringe Komplexität und einfachste Konfiguration. So wie wir zum Beispiel Guacamole in eGroupware integriert haben, ist die Konfiguration davon eigentlich keine, weil das funktioniert einfach nach der Installation. Und ich habe meine Benutzer da drin, ich habe meine Gruppen da drin, ich muss nur noch die Connections, also sprich die PCs anlegen. Da ist also viel einfach schon da. Ja. Für den Anwender selber ist im Idealfall eben auch alles in einer Lösung. Also die Leute, die ich bediene damit zum Beispiel, die haben die Groupware und die haben in einem Kartenreiter dann ihren PC als Zugriff. Die arbeiten dann auf ihrem PC und alles in einem Webbrowserfenster. Das Ganze ist natürlich DSGVO-konform betreibbar, wobei ich ganz ehrlich auf diesem Datenschutzthema überhaupt nicht drauf rumreiten will. Das ist ja schon arg ausgelutscht mittlerweile, das Thema. Fakt ist aber, ich kann es eben selber betreiben. Ich kann es betreiben lassen von eGroupware im Rechenzentrum oder von einem Dienstleister meines Vertrauens hier in Deutschland. Da kriege ich eine DSGVO-Konformität also ganz locker hin. Das Ganze, weil wir eben hier einen Webzugriff machen und auch einiges distributieren, kann man natürlich vernünftig absichern mit einer Transportabsicherung. SSL ist natürlich klar, sollte auch ordentlich aufgesetzt sein. Aktuell eine Zwei-Faktor-Authentifizierung kann und sollte ich einrichten. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, was wir unterstützen. Diese EGW-Firewall habe ich angesprochen, wird ein EPL-Feature sein, deswegen habe ich es in Klammern gesetzt. Brute Force-Schutz sowieso, das heißt also, wenn für einen Zugang dreimal das falsche Passwort eingegeben ist, dann bleibt der 5 Minuten gesperrt oder die IP-Adresse. Das ist alles im Einzelfall, was die Zeiten, die Versuche und so weiter angeht, natürlich konfigurierbar. Ja. Ich erhoffe mir irgendwann auch noch eine Geo-IP-Firewall da drin. Mal schauen, ob das machbar ist. Bei meinem Arbeitgeber habe ich das definitiv gemacht über eine IP-Firewall. Da habe ich eine Geo-IP-Firewall eingeschaltet, sodass zumindest mal aus ganzen 3 Ländern auf diesem Planeten überhaupt IP-Adressen drauf zugreifen dürfen. Vielleicht kriegen wir es irgendwann auch hier noch rein. Wir haben also den Zugang hier allein durch die Zwei-Faktor-Authentifizierung natürlich schon doch ziemlich sicher.
Also unterm Strich, ich habe weniger technischen Aufwand, weniger Kosten und ich kriege die Sache ziemlich sicher und DSGVO-konform hin. Kurz für diejenigen, die eGroupware als SaaS-Lösung nutzen, Guacamole selber ist ja etwas, das muss installiert sein, da und dort, wo letztendlich der Zugriff auf PCs oder SSH-Freigaben oder sonst was verfügbar ist. Das heißt also, in einem Unternehmen im lokalen Netz müsste Guacamole laufen, damit man an diese PCs rankommt. Also auch das realisieren wir selbst bei Anwendern, die eGroupware im SaaS bei uns im Hosting haben. Die bekommen einen kleinen Guacamole-Server ins Unternehmen gestellt. Da reicht ein Mini-PC, weil der braucht überhaupt keine Leistung. Und dann wird das eben entsprechend distributiert und eingebunden. Also auch das ist dort möglich. Im einfachsten Fall ist aber im Unternehmen eine eGroupware on-premise installiert und kommt dann eh an die Sachen dran, dann ist das alles eins und auch mit mehr oder weniger einem Befehl installiert. Gibt da verschiedene Konzepte, wie man das einbinden kann per VPN, muss man mal drüber sprechen. Also wer da Interesse dran hat, auch in solchen getrennten Umgebungen das zu machen, da ist was machbar. Grundsätzlich muss man dann nämlich wissen, Guacamole selber wird als iFrame eingebunden in eGroupware selber und authentifiziert sich dann gegen eGroupware mit einem OAuth2 Server, den wir in eGroupware installiert oder eingebaut haben. Das heißt, Guacamole muss von dem Benutzerbrowser, egal wo der sitzt, erreichbar sein. Das mal so als kleinen Verständnishintergrund. Ich habe es in dem Vortrag dazu nochmal im Detail beschrieben, genauer. Also wer da jetzt auf die Idee kommt, das machen zu wollen, es sind bestimmte Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen oder die man dann eben, ich sag mal, erfüllt, indem man es einfach macht. Also da geht einiges. Der eine oder andere fragt sich dann, wie das auch so mit der Leitung ist, mit dem Internetzugang und so weiter. Habe da schon mit ein paar Leuten drüber diskutiert. Ich weiß ganz sicher, dass wir eben also fast keine Bandbreite brauchen. Das ist jetzt mal ein Beispiel hier. Das ist eine 6,5 Mbit-Leitung, haben wir da letztendlich netto. Da sind jetzt in dem Moment hier 9 Sitzungen im Homeoffice mit Guacamole. Ganz hinten dieser eine Ausschlag, hatte ich gerade angefangen, LibreOffice herunterzuladen. Ansonsten sieht man das, es geht zwar ständig etwas über die Leitung, aber das ist nichts. Und wie gesagt, das betreiben wir auf einer 6,5 Mbit Telekom-Leitung. Glasfaser kriegen wir in 4 Wochen, hoffentlich. Also es braucht sich da auch keiner große Sorgen machen, dass er dann auf seiner Internetleitung irgendwie die zuzieht mit Mitarbeitern, die im Homeoffice arbeiten. Gut, das sind jetzt hier nur 9 Sitzungen, aber die sitzen die ganze Zeit dran und tun und machen. Aber wenn man das hochskaliert, also selbst auf einer vernünftigen Anbindung, die viele zu Hause oder im Unternehmen haben, braucht man sich da, ich sag mal, zumindest keine Sorgen machen. Das ist mal was ganz anderes, als Videokonferenzen über den Anschluss zu machen, weil wenn ihr über Remote Desktop einfach nur den Bildschirm bekommt, da passiert ja nicht allzu viel. Was natürlich garantiert nicht vernünftig funktioniert, auf der Remote Desktop-Sitzung Videos zu gucken, dann sieht das natürlich anders aus hier mit der Bandbreite. Aber der Normalbetrieb, einfach, ich sage mal, Office-Tätigkeiten, da merkt ihr auf der Leitung fast nichts. Der Server selber, wo eGroupware drauf läuft, auch wieder der gleiche Moment. Da ist auch installiert drauf Rocket Chat, Collabora Online und Guacamole, also eine Vollinstallation. Da sind in dem Moment 90 Sitzungen drauf, hauptsächlich intern, wie gesagt, nur 9 externe. Ich habe, weil ich einfach die Ressourcen habe, 6 GB RAM spendiert, 4 CPU-Kerne. Wenn man da mal so ein bisschen hinguckt, würde eine CPU reichen, Speicher auch die Hälfte, 3 Gig. Also ich bin da sehr, sehr großzügig, weil ich einfach die Ressourcen habe. Aber sagen wir mal ehrlich, 3 Gig und 2 CPUs und ich sag mal so 10 bis 15 Gig an Festplattenplatz ohne Daten, das ist ja irgendwie alles nichts, um so eine komplette Installation zu betreiben.
Eine etwas ältere Folie von meinem Vortrag, um mal kurz aufzuzeigen, wie das aussehen könnte. Also ich habe irgendwo einen Server stehen, da läuft ein Reverse Proxy. Wir arbeiten, wie gesagt, mit Docker und distributieren die Sachen per Docker. Ich habe also einen Guacamole Docker Container, der greift im Firmennetzwerk oder zu Hause auf Windows zu per RDP oder VNC. Linux Desktops natürlich auch per RDP, XRDP oder eben VNC oder eben auf Konsolen. Und das Ganze wird dann distributiert nach außen über den Reverse Proxy, natürlich über Port 443 SSL geschützt und wird dann auf der anderen Seite im Homeoffice als iFrame in die eGroupware, in den iFrame eingebunden oder in ein separates Fenster, wenn man nur Guacamole dort sehen will. Eigentlich relativ einfach. Und wie gesagt, auf dem Homeoffice-Platz kann ich dann eben mit einer Zwei-Faktor-Authentifizierung eben auch dafür sorgen, dass die ganze Sache sicher bleibt nach außen. Was natürlich grundsätzlich gilt, nicht nur für Homeoffice-Arbeitsplätze, sondern grundsätzlich Zwei-Faktor-Authentifizierung für Zugriffe von externen sollten Pflicht sein. Es gibt kaum einen Zugang, den es nicht zu schützen gibt. Also man kann ja nicht sagen, irgendwie da, ja, meine Mails sind nicht so wichtig, das gibt es nicht mehr. Ja. Für die Leute, die es mal ausprobieren wollen, wir haben auf der Webseite ein Demosystem, wo man sich gerade eben reinklicken kann und so ein bisschen durch eGroupware klicken kann. Wir bieten 30-Tage-Testsystem oder 60 oder wie auch immer. Man kann sich ein Testsystem bei uns im Rechenzentrum einrichten lassen. Kurze Mail an mich oder an info@egroupware.org. Wir richten das ein, schicken die Zugangsdaten. Da hat man dann direkt die Integration mit Rocket Chat, Collabora Online, Smallpart ist auch enthalten. E-Mail komplett rein und raus funktioniert dort auch dann mit den entsprechenden E-Mail-Adressen, die generiert werden. Guacamole in dem Fall nicht. Probiert es aus. Wie die Vollintegration aussehen kann, so ein Testsystem können wir zeitlich auch verlängern. Das biete ich eigentlich den Leuten immer an, bevor sie einen großen Aufwand treiben, das bei sich zu installieren, wenn sie da nicht ganz firm sind. Da kriegen sie eben ein Testsystem im Rechenzentrum. Das ist vollkommen unverbindlich und kostet nichts und kann man eben machen und verfällt einfach irgendwann dann. UCS-Installation, wer sich mit dem Univention Corporate Server auskennt, kann das auch dort installieren, auch als Appliance runterladen. Also wir sind auch auf UCS installier- und betreibbar als EPL-Version, auch eine Möglichkeit. Eigeninstallation natürlich in jeder Art und Weise. Dafür gibt es im GitHub-Wiki genug Informationen, was viele gerne auch mittlerweile machen, auf NAS installieren. QNAP und Synology zum Beispiel bieten ja auch NAS an mit Docker-Unterstützung. Ich kann auch dort installieren. Ist nicht ganz einfach. Dokumentation erarbeiten wir gerade, weil eigentlich ist das nicht so unsere primäre Installation. Aber grundsätzlich ist das dort lauffähig. Wir installieren ja auf Docker mit Docker Compose, deswegen ist das nicht mal eben nur ein Container eben da drauf schieben. Wer Docker Compose und Docker kennt, der weiß, wir bauen da letztendlich die ganze Umgebung aus verschiedenen Docker-Containern zusammen. Oder eben, ich installiere das in einer VM auf dem NAS, was in dem Fall ein bisschen einfacher ist. Informationsquellen. Also allen voran natürlich für mich als Community Manager das Forum. Dort kann man Fragen stellen, mal nachgucken, was andere für Probleme hatten. Aber es gibt auch einige Dinge, Announcements, ganz wichtig. Über alles Mögliche kommen regelmäßig Nachrichten von uns, über Veranstaltungen, Updates, die dokumentiere ich dort. Viel mit Screenshots und Erklärungen. Aber auch ein paar How-Tos und sonstige Anleitungen. Also im Forum ist wirklich viel zu finden, vor allen Dingen auch über Guacamole selber. Ja. Unsere Webseite selber, wie gesagt, neu, besser, informativer. GitHub, auch das Wiki, was die technische Seite, die Installation abwickelt. Und GitHub selber kann auch gerne jeder mal mitlesen und mal schauen, wie aktiv wir sind. Dann sind wir auf Twitter, Facebook, LinkedIn, Xing und jetzt auch auf Mastodon vertreten.
Ich habe diverse Flyer erstellt, die ihr auf der Webseite unter Community ziemlich weit unten findet, über eGroupware selber, LibreOffice Online, Rocket Chat, Guacamole, Jitsi in eGroupware. Das sind so Flyer, die hätte ich ja normalerweise jetzt in Chemnitz auf dem Tisch liegen. Jetzt gibt es die halt nur elektronisch. Testberichte, Linux-Magazin, IT-Administrator, so Richtung Business-Einsatz, wer da Interesse dran hat, die sind auf jeden Fall lesenswert. Und grundsätzlich gilt für Angebote, Fragen zur Lizenzierung, Fragen zur Collabora Online-Lizenzen und so weiter, einfach eine Mail an info@egroupware.org. Da sind wir dann beim Unternehmen eGroupware GmbH. Da können eben auch entsprechend, was die Angebote angeht, alles geklärt werden. Erstmal per E-Mail am besten, aber dann auch gerne immer per Telefon oder sonst wie. Alles andere, Community, Hobbyanwender etc., am besten erstmal im Forum. Da sind wir für euch da. Noch ein kurzer Hinweis auf die Vorträge, die es noch zu schauen gibt. Ein paar hatte ich schon eingestreut. Also ich habe über LibreOffice Online in eGroupware, also sprich Collabora Online bzw. Code, zwei Vorträge gehalten, einmal auf der Froscon und auf den CLT zuletzt. Die Videos sind noch online. Wer also da über LibreOffice Online bzw. Collabora Online ein bisschen mehr wissen will, vor allen Dingen auch im Zusammenhang mit eGroupware, was man da machen kann, weil wir sind ja nicht nur das Hosting, sondern wir generieren eben auch Dokumente damit. Der ist bei diesen Vorträgen gut aufgehoben. Jitsi Guacamole Integration zeige ich in dem Vortrag von den Keylogs auf, aber eben auch die technischen Hintergründe, wie die Dinge integriert werden. Also für Leute, die vielleicht Interesse haben, was Eigenes zu machen, sehr interessant. Dann habe ich auf den letzten Tux-Tagen am Ende des letzten Jahres zwei Vorträge gehalten. Einmal eGroupware aus Anwendersicht, wie ein Anwender mit eGroupware was anfangen kann, wie er das bedient und so weiter. Aus Anwendersicht. Und weitere Videos dann auf YouTube. Und ich glaube es nicht, wir haben noch ein paar Minuten Zeit und ich bin tatsächlich ziemlich pünktlich durch. Grundsätzlich sage ich schon mal, vielen Dank für euer Interesse. Super, dass ihr so zahlreich zugehört habt. Und jederzeit stehe ich auch per E-Mail unter dieser Adresse zur Verfügung, wenn Interesse ist, wenn Fragen sind, ansonsten Forum. Sind so die Hauptanlaufpunkte bei uns. Ja, wunderbar, ich bin pünktlich durch. Ich weiß nicht, ob da Fragen. Da sind Fragen. Mal gucken, ob wir die noch.